Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr auch bei diesem Video wieder dabei seid. Heute gibt es ein bisschen ein Special-Video. Heute gibt es ein Geburtstagsspezial. Ich habe morgen Geburtstag und habe mir deswegen von der Caroline von Marie Salon du Livre ein Videoformat abgeschaut. Zu den Bestsellern, den besten Büchern oder generell Büchern, die in meinem Geburtsjahr erschienen sind. Ich habe morgen Geburtstag. Ich werde knapp nicht mehr 22. Ich bin geboren im Jahr 1987 und deswegen gibt es jetzt das Best of 1987. Ich habe mich so durch die Bücher, die erschienen sind, durchgestöbert. Das war gar nicht so einfach, da was zu finden. Aber tatsächlich sind im Jahr 1987 sehr viele, auch heute noch ziemlich viel gelesene und bekannte Bücher erschienen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe fast nichts davon gelesen. Also ja, wir schauen uns einfach durch meine kurze, knackige Liste durch. Ich habe tatsächlich hauptsächlich nur Bücher genommen, die ich entweder selber kenne oder die breite Masse vermutlich kennt. Starten wir los mit dem einzigen Buch, das ich bei mir im Bücherregal habe, allerdings noch nicht gelesen. Das habe ich erst im März aus einer Bücherzelle gezogen, und zwar von Noah Gordon, Der Medikus. Ist ja jetzt erst vor einiger Zeit wieder neu aufgelegt worden, in einer wirklich schönen Ausgabe, wie ich finde. Die ist ein bisschen, ja, ist eine alte Goldman-Ausgabe und natürlich alles recht eng bedruckt. Stinken tut sie nicht, das ist schon mal gut. Und eigentlich echt schön aufgemacht. Hier geht es um den weisen Jungen Rob Jeremy Cole im Jahr 1021. Der wird da von einem fahrenden Bader in seine Dienste genommen und später im fernen Isafan, spricht man das aus, die höheren Weihen der medizinischen Heilkunst erhält. Klingt ein bisschen hochgestochen. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze lesen lässt. Es gibt ja das Ganze auch als Verfilmung, steht schon auf meiner Netflix-to-Watch-Liste. Erst würde ich aber gern das Buch lesen. Die Maike von den Bookfriends feiert das ja ganz enorm. Und für mich als Leserin von historischen Romanen, ich liebe historische Romane, 1021, da habe ich es. So lange her habe ich kaum irgendwas gelesen, deswegen interessiert es mich voll. Es ist nur halt bei historischen Romanen in diesem Umfang, die Dicke schreckt schon ein bisschen ab, deswegen mal schauen, vielleicht habe ich dann im Urlaub Zeit und Muße, mich dem Ganzen zu widmen. Ja, das einzige Buch, das ich zu Hause habe, ein Subbuch, Noah Gordon, Der Medikus, erschienen im Jahr 1987. Ich spink's immer mal wieder darüber, da drüben steht mein Laptop und da habe ich mir rausgesucht, was eben alles so erschienen ist, und da ist auf Nummer 2 dieser Liste ein Buch, das sehr, sehr viele gelesen haben, vermutlich von euch, und das ich selbst auch noch gern lesen würde, von Stephen King, eins der wenigen Stephen King Bücher, das mich tatsächlich sehr interessiert, Misery, Sie. Das ist ja das Buch, in dem ein Superfan, sie entführt den Autor, ihren Lieblingsautor, damit, weil der eine Reihe, oder ist es um eine Filmreihe gegangen? Nein, um eine Buchreihe, ich weiß es nicht. Nagelt mich bitte nicht fest und korrigiert mich gerne in den Kommentaren, aber jetzt darum, sie entführt einen Autor, damit der eine Reihe so enden lässt, wie ihr das entspricht, beziehungsweise weil er das nicht so gemacht hat, wie sie das gerne gehabt hätte. Aber Stephen King ist ja einer, der gefühlt jede Woche ein neues Buch rausgebracht hat in seinen Hochphasen. 1987 ist auch noch erschienen Das Monstrum Tommyknockers, 3, das ist der zweite Band der Dunklen Turmreihe, und Die Augen des Drachen, das ist ein Fantasy-Roman, einer der wenigen Fantasy-Romane von Stephen King. Ja, die anderen interessieren mich jetzt nicht so, Fantasy ist ja nicht so mein Genre, und Tommyknockers, ja, also da wird es eher Misery werden. Da gibt es ja auch mehrere Verfilmungen dazu, so viel ich weiß. Und auch das wäre tatsächlich mal ein Filmabend wert. Ich bin ja sonst eher nicht so, dass der Stephen King, ja, ich bin kein Verweigerer, aber es
Sie lachen mich jetzt nicht so an, seine Bücher, gerade die ganz die dicken Schinken. Nö, muss nicht sein. Einer der Autoren, der auch 1987 sehr aktiv war, war Paulo Coelho. Den kennen vermutlich sehr, sehr viele, haben vermutlich sehr, sehr viele schon gelesen. 1987 ist auf dem Jakobsweg erschienen von ihm. Das habe ich persönlich nicht gelesen. Ich habe mehrere Bücher von ihm gelesen, unter anderem Den Alchemisten. Ich habe gelesen 11 Minuten. Ich habe gelesen Veronika beschließt zu sterben und vermutlich noch ein paar andere. Ich habe die aber alle Anfang rund um 20 gelesen. Ich weiß nicht, wie sehr sie mir heute noch gefallen würden. Ich glaube, das Ganze ist mir heute zu spirituell. Aber grundsätzlich sind das schon Bücher, die sehr viele schöne Messages haben. Also ich glaube, der Alchemist, der ist so unglaublich bekannt. Den haben so viele gelesen, die sonst kaum lesen. Und ja, wie gesagt, Auf dem Jakobsweg von Paulo Coelho, 1987 erschienen, nicht gelesen. Werde ich vermutlich auch nicht ändern. Noch ein Buch, das vermutlich sehr, sehr viele kennen, von Betty Mahmoudi, glaube ich, spricht man sie aus, Nicht ohne meine Tochter. Das ist Ende der 80er, Anfang der 90er rumgegangen wie wahnsinnig. Das haben so viele gelesen, so viele haben die Verfilmung dann in den 90ern, ich glaube, das war schon in den 90ern gesehen, unter anderem meine Mama, die war bei diesen Erfahrungsberichten, bei diesem Hype voll dabei. Und ja, ich persönlich habe es nie gelesen. Ich bin bei diesen Erfahrungsberichten eher ein bisschen zurückhaltender. Es war dann alles mehr in diese Richtung Frauen und Fernost und so, nicht Fernost, Nahost. Und ja, der Mix ist jetzt nicht so meins. Vermutlich wäre es toll und spannend zu lesen. Mal schauen, ob ich da noch irgendwann dazu greife. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob das bei euren Müttern auch damals so ein Hype war. Ich glaube, das hat wirklich damals fast jeder gelesen und gesehen. Und ein Buch, das weniger bekannt ist, das ich mir aus der Liste rausgepickt habe, weil ich es extrem interessant finde und weil es bei mir auf die Merkliste gewandert ist, Die schwarze Dahlia von James Ellroy. Das ist ein Thriller, der basiert auf einem Mordfall aus dem Jahr 1947. Und der klingt echt spannend, das ist so ein bisschen True Crime mehr oder weniger und das wird mich sehr, sehr interessieren. Deswegen steht das Buch jetzt auf meiner Merkliste. Außerdem noch 1987 erschienen, ganz lustig, ein bisschen schräge Bücher, ein Buch von Donald Trump, in dem er sich so ein bisschen selbst feiert, wie er so zum Multimillionär geworden ist. Und ein Buch von Carrie Fisher, das war die Schauspielerin, die Prinzessin Leia verkörpert hat in Star Wars. Die hat ein Buch rausgebracht darüber, wie es ihr so mit Hollywood geht. Bisschen schräg, aber vielleicht auch ganz interessant. Der Spiegel-Jahresbestseller 1987, das gilt jetzt vermutlich für Deutschland, ich habe für Österreich nichts gefunden, dementsprechend nehme ich jetzt das, war Die Liebe in Zeiten der Cholera von Gabriel Garcia Marquez. Der Autor ist ja tatsächlich auch noch auf meiner To-Read-Liste. Das sind ja eigentlich schon neuere Klassiker von ihm. Die Liebe in Zeiten der Cholera, ich weiß, dass das eher schwer zu lesen ist, deswegen habe ich mich noch nicht reingetraut, beziehungsweise ich weiß, ich habe halt gehört, dass es schwer zu lesen ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr das schon gelesen habt, falls ihr mir da ein bisschen die Angst nehmen könnt oder falls ihr sagt, ne, versuch's erst gar nicht, ist das Ganze nicht wert. Würde mich sehr interessieren, ob ich das auf meine To-Read-Liste ja, weiter nach oben setzen soll oder ob ich streichen soll. Gehen wir weiter zu den Kinderbüchern aus dem Jahr 1987. Ende der 80er Jahre war bei uns in Österreich eine Kinderbuchautorin ganz, ganz aktiv. Das ist die Heldin meiner Kindheit, könnte man sagen. Das ist Christine Nöstlinger. Ich habe von ihr wirklich viele Bücher gelesen, als ich aufgewachsen bin. Habe die damals sehr, sehr gern gelesen und die waren auch total nett illustriert und also habe sie wirklich sehr, sehr genossen. Und eins der Kinderbücher von ihr war Wetti und Babs. Das war damals vermutlich eins der ersten Bücher von ihr, das ich gelesen habe. Wetti und Babs sind eigentlich ein und dasselbe Kind, das ist die Barbara.
Und die wird von allen in ihrer Familie nur Betty genannt, wird aber viel lieber Babs heißen. Und dann lernt sie den Stefan kennen. Das ist so mehr oder weniger die Erfahrung, die erste Liebe. Und der meint, Betty geht überhaupt nicht und sagt eben Babs zu ihr. Betty klingt, wie ist gestanden, Betty klingt wie so ein Dienstmädchen. Deswegen passt das gar nicht. Und ja, der Stefan hat eben ganz andere Ansichten von der Welt als ihre Familie. Und ja, bringt die Barbara so ein bisschen in die Bredouille. Ist ein ganz, ganz nettes Buch ja, über die Pubertät, über die erste Liebe, übers Erwachsenwerden, übers Rausfinden, wer bin ich denn selber, welche Ansichten habe ich, teile ich denn die Ansichten von meinen Eltern oder kann ich auch andere haben. Wirklich ein schönes Buch, ist ab 12, wie draufgestanden ist. Ich glaube tatsächlich, dass ich das schon früher gelesen habe. Von den Kinderbüchern weg wird es jetzt ein bisschen tragischer. Ich habe auch noch einen Autor gefunden, der 1987 tragischerweise verstorben ist, und das war James Baldwin. James Baldwin erlebt ja momentan wieder so ein bisschen eine Renaissance. Seine Bücher sind in den letzten Jahren neu aufgelegt worden und werden jetzt wieder viel gelesen. Und ja, zu Recht, die Themen sind nämlich heute genauso aktuell wie damals, als er die Bücher geschrieben hat. Er war Aktivist. Rassismus und Sexualität sind da ganz große Themen. Ja, Rassismus, er war natürlich schwarzer Autor. Sexualität auch im Sinn von Homosexualität. Und das sind einfach, wie gesagt, Themen, die heute so aktuell sind wie damals. Und wenn man sich auf BookTube ein bisschen durchklickt, seine Bücher scheinen momentan immer mal wieder auf. Ich persönlich habe momentan, ja bisher muss ich sagen, noch nichts von ihm gelesen, habe aber wirklich Interesse daran. Gerade so das Thema Rassismus aus seiner Sicht interessiert mich sehr. Er ist, ja, was ich so über seine Biografie gelesen habe, er war uneheliches Kind und hatte dann noch irgendwie so 7 Halbgeschwister also seine Mama hat dann einen Prediger geheiratet in Harlem. Also in den 20er Jahren zur Welt gekommen, und das ist schon eine Kombi. Also der Mann hat sicher sehr viel Schreckliches erlebt und sehr viel zu sagen, sehr viel zu erzählen. Deswegen denke ich mir, der ist auf alle Fälle lesenswert. Falls ihr schon was von James Baldwin gelesen habt, auch von den vielen Neuauflagen, die jetzt rausgekommen sind, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ist denn besonders lesenswert, mit welchem Buch sollte man denn anfangen, wenn man sich für James Baldwin ein bisschen interessiert. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir da Tipps geben könntet. So, das waren jetzt die Bücher aus dem Jahr 1987 im Schnellverfahren. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen Inspiration geben können, auch mal wieder zu was Älterem zu greifen. Ich werde es mit Sicherheit machen. Ich habe ergänzend zu den Büchern und Autoren auch noch Filme und Musik rausgesucht, weil im Jahr 1987 so viele tolle Sachen erschienen sind, die heute noch geschaut und gehört werden, als ob sie gerade frisch rausgekommen wären. Der Film des Jahres 1987 war tatsächlich Dirty Dancing. Ja, Baby und Danny werden heute nach wie vor genauso geschaut wie vor 30 Jahren und genauso gefeiert. Patrick Swayze ist ja leider mittlerweile verstorben, aber ja, der Film ist an Kitsch wahrscheinlich nicht zu übertreffen und eigentlich zum Teil ein bisschen plump, muss man offen sagen, aber er ist einfach Kult. Den hinterfragt man nicht, den schaut man einfach, der ist Kult, der Film gehört dazu, mit tollen Zitaten wie "Ich habe eine Wassermelone getragen" und "Nobody puts Baby in a Corner" natürlich. Ja. Und Patrick Swayze beim Tanzen zuzuschauen, da gibt es ja tatsächlich Schlimmeres. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie oft, dass ich da die Dancing schon gesehen habe. Also mehr als 10-mal sicher. Der ist halt auch früher dauernd immer mal wieder im Fernsehen gekommen und dann bleibt man halt hängen. Ist so. In letzter Zeit habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen, wäre eigentlich mal wieder Zeit dafür.
Und zum Schluss noch die Musik des Jahres 1987. Da ist echt viel Cooles rausgekommen. Bei uns läuft seit ein paar Tagen immer zu Hause schon im Hintergrund eine Playlist mit Top-Hits 1987. Da kommt irgendwie bei jedem dritten Song gefühlt Rick Astley. Aber es ist auch deutlich Cooleres rausgekommen 1987. Zum Beispiel, der meistverkaufteste Song 1987 war von den Bangles Walking Like an Egyptian. Vielleicht kennen das Lied nicht mehr alle von euch, gerade die Jüngeren, aber wer die Gilmore Girls geschaut hat, der kennt die Bangles sicher und der kennt auch Walking Like an Egyptian. Viele andere Songs sind auch noch erschienen, die laufen bei uns tatsächlich auch heute noch im Radio. Zum Beispiel, und das feiere ich extrem, dass das in meinem Geburtsjahr erschienen ist, Living on a Prayer von Bon Jovi läuft bei uns heute noch wirklich als Greatest Hit. Ja, ist 35 Jahre alt, ist ein Greatest Hit. Ich bin mittlerweile auch ein Greatest Hit anscheinend. Ist so. Aber ich feiere das Lied bis heute extrem. Bon Jovi hat einfach was und deswegen freut es mich umso mehr, wenn so ein Top-Hit in meinem Geburtsjahr erschienen ist. Außerdem von Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Da ist ja vor ein, zwei Jahren gerade erst, überhaupt oder erst letztes Jahr, ja, so eine neue Remix-Version rausgebracht worden. Also das Lied hat voll den Hype wieder erfahren. Mir persönlich gefällt die eigentlich die richtige Version, die alte Version von Whitney Houston ohne Cover besser, aber jedem das seine. Auf alle Fälle läuft der Song mit Sicherheit heute noch. Außerdem 1987 erschienen ein Song, den ich feiere, seit ich mit meiner Schwester vor 10 Jahren in New York war, von Whitesnake, Here I Go Again. Den feiere ich, den Song, weil wir damals am Broadway das Musical Rock of Ages gesehen haben. Ein Musical, in dem sich alles um Songs der 80er dreht und da war Here I Go Again, einfach ein ganz, ganz zentrales Lied und ja, seither liebe ich all diese Lieder aus diesem Musical und Here I Go Again steht da ganz oben. Und zum Schluss noch der allerletzte Song, der mir erwähnenswert erscheint, das war der Song, der an meinem Geburtstag am 20. Juni 1987 auf Platz 1 gestanden hat, auf Platz 1 der Billboard-Charts gestanden hat und das war damals von Madonna, La Isla Bonita. Ja, Madonna ist schon so lange aktiv. Die Frau ist vielleicht jetzt dann auch mal pensionsfähig, mal schauen. Finde ich bis heute eigentlich einen ganz coolen Song. Der läuft auch noch ab und zu bei uns im Radio. Und am Geburtstag Madonna auf Platz 1 könnte man schlimmer treffen. So, das war es jetzt mit meinem Special zu meinem Geburtsjahr. Wisst ihr eigentlich, was an eurem Geburtstag, in eurem Geburtsjahr so erschienen ist? Buchtechnisch, filmtechnisch, musikalisch, was auch immer. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht bekommen wir so ein buntes Sammelsurium an Buchtipps zusammen. Und schreibt es mir auch gerne in die Kommentare zu sämtlichen Fragen, die ich euch vorher gestellt habe, welche Bücher ihr empfehlen könnt. Die Liebe in Zeiten der Cholera, lesen oder nicht lesen, dann auch Betty Mahmoudi, nicht ohne meine Tochter, ist das lesenswert, sehenswert oder kann ich mir das sparen? Sagt es mir gerne in den Kommentaren und dann wünsche ich euch viel Spaß noch mit dem heutigen Tag. Es soll wohl der heißeste Tag des Jahres werden, deswegen genießt ihn hoffentlich im Schatten mit viel Wasser oder sonst einem kühlen Getränk und schaut vielleicht nebenbei noch viele, viele Booktube-Videos. Das wäre dann ein richtig gelungener Sonntag, finde ich. Deswegen störe ich gar nicht mehr länger, wünsche euch viel Spaß mit den anderen vielen Booktubern und sage Ciao, Servus!